Hallo Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge für Fauna Marin auf unserem Fauna Marin TV-Kanal. Claude ist gerade zum Kaffee trinken gegangen. Ich gucke mir gerade so die Anlage an, das werden wir natürlich jetzt auch mit der Kamera filmen. Und dabei ist mir aufgefallen, hier hängen gar nicht mehr so viele Kessel AP700, sondern hier hängen neue Lampen. Guckt euch die mal an. Und zwar sind das die Radeon Ecotech Radeon GX4 Pro. Und wie mir der Cory jetzt gerade gesagt hat, die laufen nicht annähernd auf voller Last. Also die sind ein bisschen runtergeregelt. Aber guckt mal das Licht unten drunter an bei den Tieren. Also die Kamera wird das gleich versuchen zu filmen. Da kommt schon megamäßig Farbe raus, das muss man sagen. Ich werde gleich mal versuchen, wenn der Claude wiederkommt, mal zu horchen, wie seine ersten Erfahrungen in der Anlage damit sind. Ich glaube, der Imo Gerber hat die zum Beispiel bei sich drüber. Das ist so ziemlich das, glaube ich, was man so momentan als Optimum kriegen kann. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er immer gesagt, dass diese Leuchte bei dieser Grundeinstellung im Prinzip den 250 Watt Brenner 10.000 Kelvin simuliert, beziehungsweise so ziemlich genau darstellt. Und das ist vielleicht auch der Erfolg dieser Leuchte. Ja, gucken wir uns mal nochmal das nächste Aquarium an. Auch da hängen die mittlerweile schon drüber. Wenn wir das kurz zeigen können, also in der Mitte hängen die Kessel AP700 und hier vorne hängt die Radeon GX4 Pro. Ja, und wenn wir den Claude gleich wieder kriegen, ach, ich sehe schon. Claude, kannst du mal kurz kommen? Als du weg warst, haben wir gesagt, wir machen mal schnell was über deine neuen Lampen. Wie kommt's? Ich wollte doch einfach nur einen Kaffee trinken. Ja. Aber jetzt haben wir das Thema gerade angeschnitten. Also ich sehe, es hängt ein Teil AP700 und es hängt ein Teil Radeon. Ja. Warum? Naja, erstmal sieht es ja auch jetzt wieder hübscher aus, als die ganzen T5-Balken hier, rechts, links, 18 Kabel, Downstöße den Kopf an, war nicht so mein Ding. Ja. Nein, ich habe ja relativ lang gewartet mit Umstellung und wir haben auch sehr viel probiert und auch gesucht, wie es mit US-Style funktioniert. Und letztendlich sind wir halt an der Radeonetz hängen geblieben, weil sie halt einfach das beste Performance hatte im ganzen Spiel, so wie wir es brauchen. Die Kessel ist nach wie vor absolut auch ein zentraler Beleuchtung bei uns, vor allem im Bereich von den Deepwater-Sachen, von den LPS-Sachen. Ja. Ja, da haben wir eine schöne Feinheit im Blau drin, auch vor allem bei Montys, wenn es um ganz viele feine Farben geht und wo ich nicht besonders einen hohen Lichtdruck brauche, sondern eine schöne Verteilung. Von der Optik her natürlich auch einfach sensationell. Das ist halt dadurch, dass es halt eher ein HQI-Ersatz ist. Habe ich gerade gesagt, ja. Also Imo hat mir das mal erzählt, ich glaube, das war sogar entweder war es in Sindelfingen oder es war auf der Interzoo, der simuliert, beziehungsweise simuliert kann man nicht sagen, aber er gibt im Prinzip den 250 Watt Brenner mit 10.000 Kelvin ziemlich genau wieder. Ja, man kann es aber auch einstellen, man kann es ja blauer halten, so wie wir das auch machen. Und bei der Radeon ist es so, dass wir eigentlich sehr gute Möglichkeiten haben mit der Ausfärbung von SPS-Sachen, vor allem die einen hohen Lichtdruck brauchen. Also gerade die Tenue-Sachen, zum Beispiel in der Art. Also es war einfach nur eine Abschätzung von Qualität, Leistung. Und da haben wir uns jetzt da beschlossen, dass wir da unsere Anlage umstellen. Jetzt haben wir insgesamt 55 Radeons verbaut, zuzüglich jetzt nochmal um die 25, 30 Kessels. Und jetzt kommen in die neue Anlage, in der neuen Zuchtanlage hinten, kommen wir auch wieder eine Mischung aus T5, noch für die Importe, aber auch eben Kessel und Radeon. Also da haben wir uns jetzt einfach festgelegt. Ja. Also könnte man jetzt so vereinfacht sagen, für LPS ist eher die Kessel mit dem Tiefdunkelblau und für SPS die Radeon? Nö, eigentlich nicht. Nein, du kannst die Radeon ja einstellen, wie du es magst und genauso wie die Kessel einstellen kannst. Nein, das ist eigentlich gar nicht der Punkt, sondern es ist im Detail für uns halt wichtig, weil wir sehr viele unterschiedliche Areale und Bereiche eben machen. Und da hat eine immer einen kleinen Vorteil gegenüber der anderen, aber jetzt prinzipiell ist zu sagen, nee, absolut nicht. Also du kannst da mal drüben in die 2 schauen, da haben wir ein paar SPS-Ableger, im
immer ein Grubenbecken hinten dran, die wir mit den Kessel vorbehandeln und die kriegen da einfach einen Tick eine andere Farbe. Da kriege ich sie zum Beispiel schneller wieder hin, wenn sie vom Transport geschädigt sind. Ja, das ist ein bisschen der Vorteil von dem etwas geringeren Lichtabgabe von der Kessel, aber dann zum Schluss dann stellen wir sie unter die Radien für eine Endausfärbung. Das kann man so nicht sagen. Also ich finde da beide gleichwertig, aber es ist vielleicht manchmal ein bisschen so eher ein Vergleich wie SUV zum Sportwagen. Ja, das ist jetzt auch nicht immer unbedingt direkt vergleichbar. Ja, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Die letzte Frage, die ich jetzt noch, die sich mir stellt, verkaufst du die dann auch oder nutzt du die nur in der Anlage? Im Moment verkaufen wir nur die Kessel, und aber demnächst wird auch die Radion dann auch bei uns im Shop zu kriegen sein, ja. Okay. Das dauert noch ein bisschen, wenn mal alle Ferien wieder rum sind und Urlaube. Ja gut, ja, herzlichen Dank. Diesmal zum Thema Licht, würde ich mal sagen. Ja,